Gott in dir von Hilarion zum Vortrag von 2018. Der Gottgeist in meinen Tiefen erhebt sich und leuchtet in fünffachem Strahlenglanze empor über alle Meere meiner Seele. Mein Herz hat deinen tiefen Sinn erkannt. Mein Herz hat dein verborgenes Sein erlebt. Mein Herz weiß, dass auch du einer der geheimen Namen Gottes bist. Kein Licht von außen hat mich erleuchtet. Meine Liebe zu dir hat das Licht in mir entzündet und Finsternis in Vollerkennen verwandelt. Sinnzeichen bist du dessen, was aus dem Geiste Gottes kommt und weder sag noch lehrbar ist, sondern nur erweckbar. In jedem schlummerst du, doch erst dem Selbsterwachten wirst du als sein innerstes Eigentum und Eigensein bewusst. Als das aus dem fünffachen Dreieck strahlende Licht der Welt und als die in unserem inneren Pentagon verborgene Welt des Lichtes, der fünfdimensionale Raum des Reiches Gottes in mir. Ideogramm Gottes in mir. Ein Siegel bist du des Namen Gottes. Ich bin. Wann immer ich spreche, ich bin, spricht der Größere in mir. Ich bin, weil du bist. Du mein Gott in mir. Ich bin deines Wesens. Ich bin eins mit dir, unendliches Ich Bin. Ich neige mich vor dem Lichtabgrund deines Herzens und höre deiner ewigen Kündung leises Raunen. Ich bin, der wissend immer wiederkehrt. Ich bin, der war und ist und sein wird. Fünffaches Dreieck-Pentagramm, Sinnbild des ewigen Menschen, des Mittlers der Mächte und der Welten. Er ist das Mittel, durch das sich alles Niedere wandernd zum Höchsten verwandelt. Er ist Mittler, der Mikro- und Makrokosmos verbindet und eint, und in allem Leben und Sein den Flammengeist erstrahlen lässt. Alles ist in ihm, das Kleinste und das Größte, das Gewordene und das Ungewordene, Vergängliches und Ewiges, Hölle und Himmel, Teufel und Gott, das Nichts und das All, Vielheit und Einheit. In ihm wird Gott sich seiner selbst bewusst. Ich bin. In allem Gewordenen bin ich der Schöpfer. Alles, was ist, ist mir Entsprechung und Wirkstatt. Pflanze und Tier, Mensch und Engel, Scheinwelt und Seinswelt. In allen bin ich das Urlicht, das in sich selbst zurückfließt. Ich bin, der war und sein wird. Ich bin, der ich bin. Hilarion, Gott in dir. Erst wenn wir uns wieder und wieder nach innen wenden,
wird der ewige Mensch, den wir in uns verbargen, von neuem erwachen. Weil die Menschheit äonenlang am tiefsten Punkt des Weltenrades im Dunkel der Nichterkenntnis dahindämmerte, ist ihr nicht, wie ihren Ahnen in grauer Vorzeit, der Gebrauch der inneren Sinne selbstverständlich. Sie muss erst lernen, sich ihrer bewusst zu bedienen. Darum die Forderung aller Erwachten. Erkenne dich selbst, verwirkliche dich selbst, sei du selbst. Denn erst im Selbsterwachten machen die Tast- und Tatorgane deines Geistes und der Gott Sinn, deines Herzens die lichte Götterheimat erfahrbar. Darum der erleuchteten Mahnung. Vergiss nicht, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Öffne dich ihm und lass dich von ihm leiten. Darum ist auch dieser Worte Sehnen, deinen Blick immer auf dich selbst zu richten. Denn alles, was du suchst, harrt in dir, seiner Entweckung durch dich entgegen. Nur in dir findest du letzte Erkenntnis, nicht in verborgenen Krypten und Tempeln. Außer dir ist nichts, weder Erlösung noch Einheit noch Gott. Was immer im Außen zu dir kommt, verbindet dich dem Vergehen, dem Verlust und dem Leid. Einzig in dir ist die Seligkeit der Gottnähe, Fülle und Freude. Solange deine Blicke aber noch auf dein vergängliches Ich gerichtet sind, wirst du dein wahres Selbst, den ewigen Menschen in dir, nicht erkennen. Solange du nicht scheidest zwischen Theologie und Religion, wirst du nicht zum Ewigen in dir gelangen. Theologie zieht Grenzen zwischen Gott und Mensch mit ihrem Wort, dass der Ewige weder erkennbar noch ergründbar sei. Sie rückt Gott in unerreichbare Fernen und bewirkt, dass der Mensch sich von Gott getrennt und verlassen wähnt und meint, ein bestimmtes Bekenntnis oder Verfahren führe ihn zu Gott zurück. Die Erwachten wissen, dass Gott Geist ist und jedem so zugänglich und nah wie die Luft, die er atmet. Sie wissen, dass der Mensch keiner äußeren Zeremonien und Methoden bedarf, um zu Gott zu gelangen, sondern nur des Nahseins Gottes, seiner lebendigen Gegenwart im Inneren inne zu werden braucht, um seiner Gotteinheit und Geborgenheit gewiss zu sein. Theologie spricht von Wegen zu Gott und verschweigt, dass es gilt, sich selber zum Weg zu werden, um in dieser Selbstwandlung die Einheit von Wanderer, Weg und Ziel zu erleben, von Sohn und Vater, Mensch und Gott. Solange du nach Wegen Ausschau hältst, findest du weder Gott noch Weg. Erst wenn du dich umwendest und nach innen schaust, weißt du, dass das Reich Gottes in dir ist. Der Ewige ist in dir und nichts Äußeres kann ihn dir noch näher bringen. In Wahrheit hast du dich keinen Schritt von Gott entfernt, außer in deinen Gedanken und Sinnen, in deiner Ichheit. In deinem innersten Selbst bist du mit Gott heute so eins wie im Anbeginn der Welt und am Ende allen Seins. In Wahrheit ist Gott dein innerstes Sein.
Erkenne es und du bist frei. Theologie ist nicht Religion, sondern Menschenwerk. Religion ist Wirken Gottes, Wirklichkeitserfahrung und Gewissheit des Einsseins. Theologie sucht nach Gottes Beweisen. Religion ist Selbstbeweis Gottes, Äußerung des Gottsinns, des Herzens, dem das Göttliche so gegenwärtig ist wie dem Tastsinn der Form der Dinge oder dem Augen das Licht und die Farben. Dieser Gottsinn im Herzen, den auch der Gottesleugner in sich nicht ertöten kann, ist Gewissheit des höchsten Selbstes und des göttlichen Seins, der Einheit von Seelengrund und Gottesgrund. Er ist der Allsinn der Seele, der das Bewusstsein ihrer kosmischen Herkunft und Zukunft wachhält und in der schweigenden nach Innenwendung tätig wird. Hilarion, Gott in dir.